Eines Tages sind wir schon wieder raus. Ich glaube, da gibt es wieder keinen Einschlag. Wenn der Stand hat, die ganze Zeit so da so. Und? Für wen ist der Stuhl? Hat sich die andere Person vorhin mal kurz geholt, hinzusetzen. Wir stehen jetzt hier vor der Schanzi, der Schanzenstraße 3, einem besetzten Haus in Dresden, was heute am 20.10.2020 nach circa mehr oder weniger 60 Stunden Besetzung geräumt wurde. Wir haben das Haus bzw. die Gruppe, die LeerstandsbewohnerInnen, haben das Haus am Samstag, den 17.10. besetzt, aus Gründen wie zum Beispiel der steigenden Mieten in der Dresdner Neustadt oder überhaupt in Dresden. Und daraus folgenden Dingen wie zum Beispiel die Verdrängung, Menschen, die in alternativen Vierteln wie dem Hechtviertel oder der Neustadt einen Schutzraum suchen oder halt überhaupt steigende Mieten, sodass Menschen sich diese Wohnungen nicht mehr leisten können und teilweise, wie das auf der Rudolf-Leonhardt-Straße 1 hier auch im Hechtviertel passiert, verdrängt werden bzw. zwangsgeräumt werden, weil Eigentümer an den Profitinteressen so interessiert sind, dass sie halt die Häuser verkaufen und die Leute irgendwie raus müssen, ohne eine Wahl zu haben. Die letzten Tage waren sehr schön. Es gab viel Zusammenkunft hier auf dem Gelände, welches erst am Sonntag wirklich zugänglich gemacht wurde. Am Samstag gab es nach dem Aktionstag Hecht zeigt Zähne, welcher auch Bezug zur Rudolf-Leonhardt-Straße hatte, die Veröffentlichung dieser Besetzung. Demnach sind viele Menschen hier vors Haus gekommen, haben sich das ein bisschen angeguckt, sich ein bisschen informiert und einfach eine schöne Gemeinschaft gelebt. Am Sonntag ging es dann weiter, Menschen waren auf dem Gelände, es hat sich einiges getan. Wir hatten eine Feuerschale, es gab Feuer, es gab immer Essen, welches von verschiedenen Gruppen freiwillig gemacht wurde. Und es war eine ziemlich schöne Atmosphäre vorm Haus und auch im Haus ging es den Leuten die ganze Zeit gut. Sie haben sich schön eingerichtet und wir hatten von Anfang an ein Nutzungskonzept für das Haus, welches seit über 15 Jahren leer steht, um dieses wieder benutzbar zu machen. Was zum Beispiel ein Infocafé beinhaltete oder wie vorhin angesprochen, ein Rückzugsort für Menschen, die alltäglich Diskriminierung erleben oder auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden, zu schaffen. Des Weiteren, weil das Haus in einem wirklich guten Zustand ist, hatten wir uns überlegt, irgendwie ein kulturelles Kino auch gerne mit in dieses Nutzungskonzept einfließen zu lassen und prinzipiell hätte dies dem Eigentümer jederzeit vorliegen können. Es war so, dass am Samstag der Eigentümer noch abends kurz vors Haus gekommen ist, keinen wirklichen Dialog gesucht hat. Er hat gesagt, wir sollen das Haus räumen, selbstständig, alles wieder herrichten, wie wir es vorgefunden haben, unser Nutzungskonzept ihnen in den Briefkasten zu legen und dann einfach zu warten, was passiert. Jedoch war das nicht unsere Forderung, weil aus vielen anderen Besetzungen bzw. ähnlichen Problematiken eigentlich eine Kenntnis ist, dass dann erst recht nichts passiert bzw. das Haus einfach vor Eindringlingen besser geschützt wird, sodass es nicht besetzt werden kann, aber der Leerstand weiter passiert. Zur Bausubstanz des Hauses ist es wirklich in einem sehr guten Zustand. Die Wände sind alle stabil, Treppen, Böden sind vereinzelte Löcher, vor allem in den Wänden, aber auch selten nur Löcher. Und wir sehen es überhaupt nicht ein, warum dieses Haus so lange leer stehen musste. Es passiert halt oft, dass nach diesem Leerstand, beziehungsweise wenn die Bausubstanz keine wirklichen Kraft mehr gibt, dass das Haus dann halt abgerissen wird und dann ein neues gebaut wird. Und wir wollen nicht so lange warten, beziehungsweise überhaupt nicht warten, dass Häuser abgerissen werden müssen, wenn sie leer stehen und wenn Wohnraum da wäre.
Die Polizei ist heute um ca. 7 Uhr hier vor dem Haus angetroffen mit einem Kommunikationsteam. Welches erste Lagebesprechung und Observierung getätigt hat. Und ziemlich schnell kamen dann auch mehr Menschen der Bereitschaftspolizei. Die in einem ziemlich Großaufgebot hier ankamen. Am Sonntagabend war eigentlich schon klar, dass Strafanzeige gestellt wurde und wir uns schon mehr oder weniger auf eine Räumung vorbereitet hatten, im Garten Barrikaden gebaut haben, um den PolizistInnen den Einstieg in das Haus zu verschweren. Heute Morgen gab es dann, als die Polizei aufkreuzte, eine Sitzblockade vor dem Haupteingang, vor dem Haupttor, welche nach und nach geräumt wurde. Danach ist die Polizei mehr oder weniger schnell immer weiter vorgedrungen und irgendwann in das Haus hineingekommen, um dann festzustellen, dass keine Menschen mehr im Haus sind, weil wir halt mehr oder weniger mit der Räumung gerechnet haben und die Repressionsfälle, die auf uns zukommen würden, wenn wir es wissen, damit zum einen umgangen werden konnten und zum anderen dieses Zeichen ja trotzdem stark gesetzt wurde, dass eine Jugendgruppe ist, wo Menschen vielleicht diese Repression nicht unbedingt tragen können, war es halt für uns ganz praktisch, das Haus schon eher zu verlassen. Wir finden den Einsatz der Polizei ziemlich überzogen. Die hatten angesagt, dass sie das kommunikativ lösen wollten. Es waren keine Leute im Haus, mit denen man das hätte machen können und wir hätten auch nicht geredet. Wir hätten uns prinzipiell verschanzt. Prognose recht hatten und die Cops allein jetzt schon wahrscheinlich mehr Sachbeschädigungen am Grundstück getätigt haben, als wir das in den ganzen Tagen der Besetzung getan haben. Zwischenzeitlich nochmal die Menschen im Haus. Die Cops räumen gerade die Steine weg, mehr oder weniger. Wir haben uns voll viel Mühe gegeben für diese schöne Mauer. Passt mal bitte ein bisschen auf. Aber es dauert uns bestimmt noch ein paar Minuten. Wir geben nochmal Bescheid, wenn die durch sind. Jetzt sieht man vor dem Haus vielleicht im Hintergrund ein bisschen, dass Aufräumarbeiten langsam losgehen. Der Verwalter ist jetzt eingetroffen, wo keine Leute mehr da sind, die das Haus supportet hatten. Und es wird ein bisschen aufgeräumt. Die technischen Hilfswerke wurden jetzt irgendwie angefordert, wahrscheinlich zum Steine hin und her tragen, welche für die Barrikaden von uns AktivistInnen bewegt wurden, um das halt wieder zu lösen und wieder an den rechten Ort zu bringen. Wir werden natürlich, das wird nicht unsere letzte Aktion gewesen sein, weil das Thema vor allem jetzt ohne Verhandlungen mit dem Besitzer, weil er die wirklich abgelehnt hat, nicht beendet ist. Diesen Leerstand, den gibt es in vielen anderen Häusern in der Dresdner Neustadt genauso. Und dieses Problem der immer höher werdenden Mieten oder Immobilienfirmen wie Vonovia, die ihre Mieten einfach stetig erhöhen, um Leute halt das Leben schwieriger zu machen und die teilweise so zu verdrängen. Diese Problematik nehmen wir so nicht in Kauf und werden auch in der Zukunft weiterhin dagegen angehen. Zum Beispiel durch Besetzungen. Die Aktion an sich war von unserer Gruppe prinzipiell die erste wirkliche Besetzungsaktion. Wir hatten im Sommer eine Scheinbesetzung, um als Gruppe das erste Mal wirklich aufzutreten. Und unserem Ermessen nach ist die Aktion wirklich gut gelaufen. SupporterInnen vorm Haus waren rund um die Uhr da, haben sich auch mit eingebracht, wofür wir wirklich sehr, sehr dankbar sind, weil die das auch mit ermöglicht haben, dass es wenigstens 60 Stunden lang gehalten hat.
Natürlich wären wir fröhlicher, wenn das Haus noch länger in unserer Obhut wäre und wenn wir länger drinbleiben könnten. Jedoch ist es halt jetzt nicht gegeben. Das macht uns schon ein bisschen wütend. Vor allem, weil halt Verhandlungen nie irgendwie gegeben waren. Wir bereden noch, wie wir damit weiterverfahren, ob wir uns mit dem Haus noch weiter beschäftigen, mit dem Eigentümer, welcher halt aber leider in die Konversation irgendwie keinen Diskurs bieten wollte. Die Medienresonanz der letzten Tage hat uns auch ziemlich gefreut. Es gibt auch einzelne Medien, die uns nochmal angesprochen haben, einzelne Pressemenschen im Nachhinein eventuell nochmal auf sie einzugehen, um über Artikel zu reden, was wir auch ziemlich großzügig finden, wenn Pressemenschen auch ein bisschen unkommerziell sind und vielleicht auch auf uns eingehen, dass wir vervollständigen können bzw. sagen können, was wir, wie wir das gut finden, wie wir uns wirklich vertreten sehen. Es gab gestern eine Pressekonferenz, die unserer Ansicht nach gut verlaufen ist. Es waren mehrere Menschen der Presse da, die sich interessiert haben. Und das ist natürlich immer ziemlich gut, wenn das Thema mediale Präsenz zeigt und Aufmerksamkeit bekommt. Wir haben viel über Twitter gemacht. Da heißen wir die LeerstandsbewohnerInnen. Dabei gab es auch von anderen Gruppen über soziale Medien immer ein bisschen Support, wofür wir sehr dankbar sind. Wir hatten einen Blog, ich weiß nicht, ob der jetzt wieder läuft, der hatte ein paar Probleme, weil es technische Schwierigkeiten gab, auch mit Internet den Blog online zu halten. Da werden wir uns auch nochmal hinsetzen, dass wir das wieder hinbekommen. Wir sind weiter erreichbar über vor allem Twitter, Instagram haben wir auch unter LeerstandsbewohnerInnen. Wenn es Aktionen gibt, sind die da am besten nachzuverfolgen oder auch wenn wir zu anderen Aktionen aufrufen, die vielleicht nicht direkt über uns laufen.